So, nachdem wir endlich befreit sind von dem Fluch, welcher war das CPU-Hotel. Und hier wirklich absolut nichts mehr für uns zu tun ist. Weder zu kaufen, noch zu lesen, noch zu entscheiden, noch irgendetwas anderes. Heil-Items müsste ich eigentlich auch genug haben. Wobei, nee, ich habe keine Sachen mehr zum Reviven. Oh shit, ich habe auch nicht mehr allzu viel Money. Kann ich noch irgendwas verkaufen? Den Powerhammer. Weg damit. Oh, ich habe das Goldbracelet noch. Das könnte ich theoretisch noch jemandem in die Hand drücken. Am besten einer Person, die ich dann mitnehmen will in den Dungeon. Beziehungsweise auf die nächste Mission. Das ist halt ein rein offensives Ding. Ja, komm, weg damit. Wait a minute. Ich hab mir nämlich sagen lassen, man kann eine Sache ziemlich gut verkaufen. Nur die erstmal finden ist natürlich immer so eine Sache und ich glaube, ich finde sie mit der Methode nicht. Oh. Ah, ich hab Gold Erz, aber ich habe keinen Goldbarren. Weil die sollen wohl ziemlich wertvoll sein. Naja, vielleicht reicht es ja noch für ein... Nein. 50.000. Okay, ich habe 4 Sachen zum Wiederbeleben. Also dann. Lord Simulations haben wir auch. Accept Mission. Break into Arthur's Castle in 4 Groups and defeat the Gate Guardians. Defeat all Gate Guardians. Okay. Then let's go. I figured it wouldn't be that easy to get inside. Not only is this castle enormous, it is also well guarded. Such powerful defenses all around us. Can't we just slap on our skin-tight CPU duds and proceed with the bagging and tagging? I like that idea. We're gonna go in here without POW pulling any punches! If you hit anything with an insanely high-powered explosive, the path forward will reveal itself. Hmm? Hmm. That strategy feels a touch too optimistic for me. Why's that? It is a simple matter to defend my city against a direct, focused siege. I think I understand. If we struggle to break just one city's defenses, then we will never get through here. There are so many enemies, they could use our attack's narrow locus to bottleneck us. Hmm. Still, we can't just sit here and mull it over forever. It may be worth trying and seeing what happens. Indeed. If nothing else, we will be able to properly gauge their strength. Wait, scouts are on their way back. We should hear what they have to say. Okay, so you think it's best if we wait for the little girls who sell me cookies to come back? What? Allowing one's life to remain in stasis while the world ebbs past is an important factor to consider. I can't believe Ayn is making sense! I can't believe that you actually believe what you're saying. Oh, and here come our cute little scouts. How did it go, girls? I've mapped out the general layout of the building's exterior, and may have found our ticket inside. Out with it! Honestly, any attempt we would make to destroy the front gate would prove quite troublesome. I tried, but the gate isn't just strong. It felt like it was nullifying my attacks completely. Still, it looked like it was taking more than, like, 0 damage. I bet it has a teeny tiny dent in it. We made our own attempts as well. Resta, if you would. The
There appears to be a certain condition that must be met before any attacks can affect the gate. And whatever is this condition you speak of? We know that too! Oh my gosh! Was? Shut up! Nobody gets the reference. There's a gate on each of the four sides, and a guardian watching over each. Is the guardian as strong as a world-class warrior? The way Lid worded that sounds as if each guardian is the same enemy. That is precisely it, Janaria. We were able to find our way in due to that very fact. And what power is required to fell the guardians of the abyss? Yeah, I want to know too! I bet it's gonna be some kind of legendary attack strategy! Unlike how Lid normally recons, she did a thorough evaluation of the situation this time. Isn't that a veiled insult? Why, no. I only spoke the truth. Hey! Come on! I did what needed to be done, even though it was so scary that I never left my cardboard box! My, my. No need to be so defensive. We all know you did a marvelous job of conducting your tactical espionage. I'm not being defensive! Being defensive! Being... Ugh! When you find your tongue again, mind continuing with your report, Lid? Right. Long story short, the four guards share the same health bar. Need it to sound less game mechanic-y? So... they're all the same person? In that case... maybe... We should aim to defeat the four guards at the same time? Well, approximately the same? Yeah! That was exactly what I was thinking! I know! You want to say, Puna, you're so smart! Basically, we need to split up and attack in four groups, right? Makes sense. Four gates, four guards, and four special tactics and resistance squads. Agreed. I'm not sure about breaking up our limited numbers, but let's give this idea an honest shot. Our souls resonate with higher frequency when facing an even greater adversity. Our awakening is nigh. It is once again my time to lead an army and attain my ambitions! Teams, since there will be four, may I suggest that a CPU act as leader for each one? Genau das wollte ich auch gerade vorschlagen. I like where Tsunemi's head's at. That'll put us main characters back in the lime-colored spotlight. Settle down. You would not want to be scolded by Noir at this juncture, would you? I'm not your mom or anything. Hurry up and get moving! All right! Time to show him what a true superstar athlete can do! Darf ich dann auswählen, wer in welche Gruppe kommt? I'm gonna do my super duper most bestest ever for Game Market's future! How are we planning on splitting our forces? We will need to consider a delicate balance of strength. Yes. Let's just pick the teams ourselves, like we did way back in gym class. It forces us to be held responsible. Oh man, I love making folks feel insecure about their abilities. Noir, you pick first. What? I can go first? Really? Naja, du führst diese Armee hier gerade an. Sure. You get the draft pick, I get the second round draft. Okay. I'm leery about your offer due to how you worded it, but okay. Let's see. Who do I want the most? It's settled. I'm going to be relying on you all. I won't fail. Place your trust in us, and we will surely succeed. I'll get this done in two bites of a sandwich. What? Ich kann mir also nicht aussuchen, mit wem ich zusammen unterwegs bin. Das wäre eigentlich mal was Geiles für den Spieler gewesen.
dass man wirklich seine Teams aufteilt. Dass man guckt, okay, jede Gruppe braucht einen Heiler. Jede Gruppe braucht am besten einen guten Buffer. Jede Gruppe braucht am besten noch einen Mage, wenn das nicht schon der Heiler ist. Jede Gruppe braucht sowas wie einen Tank oder halt einen Brecher. Jeder braucht vielleicht noch einen anderen Art von Fernkampf oder sowas. Sowas hätte man mal dem Player überlassen können. Das wär cool gewesen. Aber ich verstehe schon, man braucht natürlich in den nachfolgenden Missionen Textboxen und Shit. Und die Charaktere können ja, also die CPUs können ja schlecht mit sich selbst reden. Ich verstehe das schon. Aber dann hätte man zum Beispiel sagen können, okay, Noir kriegt zwei festgesetzt, den Rest kann man wählen. Und dasselbe für Neptune, und dann unterhalten sich halt nur diese drei. Das hätte man damit dann noch irgendwie regeln können, aber egal. Allow me to brief you on your next mission. You are stepping onto Arfor's turf. And your first obstacle will be getting through her castle's gate. Each gate is guarded by a guardian. Unless they are all defeated, it seems the gate will not open. All four CPUs will be leading their own teams to face the four guardians simultaneously. Be aware that whoever is chosen for one team will be unavailable to assist any of the other teams. Oh, ich kann wählen? Consider who will be the best fit for each team. In terms of tackling each particular gate guardian. This is one of the utmost importance of the if you hope to succeed. Blah. While you all will be working apart from one another, your bonds of friendship still connect you. The guardians will be difficult, but I firmly believe that each team will emerge successful. I have faith that you will all reach the goal. I shall be wishing you luck and success from here. Ach so, ich spiele jetzt also erstmal Noirs Team. Okay. Bei Noir. Wir brauchen auf jeden Fall einen Heiler. Ich würde sagen, bei Noir nehmen wir Rester mit. So. Dann nehmen wir mit Moro. Wir nehmen mit Moment, wer kann heilen? Generia kann heilen, Rester kann heilen, Lil Rain und hier, Puna kann heilen. Stimmt, ich habe noch die DLC-Charaktere, aber ich bin ehrlich, ich würde es gerne ohne die machen. Lady Wack macht übelsten Schaden, aber die will ich mir lieber aufheben für, wenn die Situation bei jemand anderem vielleicht schlecht aussieht. Ich würde sagen, dann nehme ich noch Levi mit. So, Saori ist ein Buffer. Sango ist gut im Fernkampf, die will ich mir vielleicht noch für jemanden auf. Sowas wie ein. So, wir haben zwei Nahkämpfer. Wobei Moro kann auch in den Fernkampf was machen. Genauso wie Levi. Ein All ist ein Buffer. Hat einen guten Buff. Ryuka hat gute Buffs. Dann nehmen wir Saori noch mit. Estelle würde ich mir ehrlich gesagt auch lieber noch aufheben für jemand anderen. Komm, dann nehmen wir Blossom noch mit. Und wir nehmen noch mit. Achso, wir sind voll. Okay. Was haben wir denn hier? Wo ist denn der Floor Guardian, sag ich mal? Das ist der Guardian. Ein Phönix. Okay. Ganz viele Horses auf dem Weg. Ganz viele Horses. Gucken wir mal, ob ich jedes Element auch vertreten habe hier. Equipment. Ich habe Eis. Ich habe Wind. Nochmal Wind.
Ich habe nochmal Eis, nochmal Wind und Feuer. Okay, ich brauche also noch irgendwie einen Blitzelement auf irgendjemanden. Ich glaube, das gebe ich. Ich gebe das Blitzelement, glaube ich, mal dir. Ups. Ja, looks good. Allgemein habe ich verdammt wenig Lightning, kann das sein? Darauf muss ich aufpassen in den nächsten Matches. Ah gut, bleiben wir so. So. Let us... Wobei... Ja doch, let us begin. Was ist diese Musik? Kannst du die erwischen? Ne, du müsstest dafür nach vorne gehen. Das ist aber kein Problem. Your face gives me strength! I can do it here! This way! Weil weißt du was? Rester, du gehst hier in die Mitte. Over here? Vielleicht, ich glaube eher nicht. Oh mein Gott, Glück gehabt. Okay. Ich mir was mit dem Flying Dragon. Oh, der könnte hier vielleicht richtig gut einschlagen. Mit etwas Glück. Machen wir es so. You can't escape me! Nice. Na, du hast halt nicht die beste Waffe für dich, ist das Problem. Genau das ist das Problem. Sprich, du musst dich definitiv selber buffen. Here I go. Ohne diesen Buff. My goals are higher. What? Nani? No! You're kidding, right? Das ist nicht gut. Da wird jetzt auf jeden Fall jemand sterben. No stalling. Noah?
Wo ist hier? Wo ist Panacea? Na! I'm using this. No turning back. Scheiße. Ist gerade ziemlich scheiße. I don't see anything. Okay. Das ist gerade ziemlich scheiße. Okay, nice. No stalling. Es ist fein, es ist fein. Streng genommen musst du dich gerade auch nicht viel bewegen, von daher können wir erstmal so machen. Halt dich erstmal selbst. Over here. Alio. Reicht das, um da hochzukommen? Ich habe da so meine Zweifel. Oh mein Gott, Moro, ey. Oh mein Gott, Moro. I'm using this. Wie viel SP hat er noch? Ach, viel zu viel. Nee, Skill. Resurrection. Mit wie viel HP wird er wieder belebt? 100%, okay, das ist gut. Wir haben allerdings nichts, was... Nee. Over here? Here. Na, dachte ich mir. Dann warten wir eine Runde. Ja, geil! Ja, richtig geil! No reason to hold back! Over here! Refuse to be off stage for long. This is important. Use it wisely. So.
I see. Wieder ein bisschen auseinander. Oh, Moment, Noir steht jetzt in der Reichweite von... Ah, das sollte aber okay sein. Das ist fein. Das sollte Noir eigentlich überleben. Noir hat die beste Ausrüstung zusammen mit den anderen CPUs. Wenn wir irgendwie was Gefährliches machen müssen, dann mit denen. Oh, es trifft ihn sogar von hier aus. Nice. Betrayal of love is the greatest sin in this world. Nice. I'll go now. This? Lassen wir Noir jetzt erstmal uns den Pfad ebnen. Let's go! Jump! Jump! Die anderen versammeln sich hier schon mal, um weiterzugehen. Over here? Jump! Du kannst schon mal das hier verwenden. This one? Was kannst du wohl für eine Statusveränderung geben? Am besten gar nicht erst so weit kommen. Ah, ich habe Noir als Lead drin, hä? Hätte vielleicht lieber Rester oder so nehmen sollen. Fällt mir jetzt erstmal auf. Das ist jetzt blöd. Let's go! Kann sie nicht sehen? Over here. Hallo. Ich bin sogar verleitet, den nur mit Noir jetzt zu machen und die anderen laufen einfach nur nach und buffen und so ein Shit. Halt, bis wir hier stehen. Weil der hat... Wobei, der sollte auch kein allzu großes Problem sein. Ich glaube, mit den CPUs jetzt alleine kriege ich das hin. Ich werde das hinkriegen. Mhm, mach mal. I have high resistance. Hello. I can do it. Here I come. Thank you.
Noch ist diese Zone nicht gesichert. Konter? Schade. Oh, really? Gerade so nicht. Dann müssen wir wohl leider unseren... Stand in my way and you'll get stabbed! See ya! Go. I enjoy our time together. My goal. Okay. Arme Saori wird völlig ausgelassen. No stalling. Here I go! I hope I can use this. Hm. Bestimmt. Arme Saori. Was haben wir hier? Wer hat denn Feuer von euch? Saori, oder? Yep. Yep, yep, yep. Da brauche ich denn hier noch ein paar EP. Ist eigentlich egal. Machen wir voll das Ding. Machen wir die Leiste voll und gehen mit Noir gleich direkt weiter. Konter? Schade. Stand in my way and you'll get stabbed. See ya. Let's go. No!
Thank you very much! Dizzy. Das Viech arbeitet doch bestimmt mit Dizzy. Alliup. Alliup. Over here. Jump. Jump. Hello. So, wir brauchen da hinten Wind und Wind und Feuer. Gut, passt schon. Hier geht aber gleich erst los. Erst wenn da das Viech weg ist. Gut. Der Phönix bewegt sich noch nicht. Oh, der ist ein bisschen tougher, hä? I can do it. Here I come. Ist ein bisschen tougher, hä? Ja, ihr könnt ja schon mal ein paar Schritte weiter nach vorne gehen. Here I go. I'll go now. Over here? This way. Noch kein Konto. Der ist tough. Der ist verdammt tough. Stand in my way and you'll get stabbed. Nice, ein Crit. Vor allem ist jetzt seine Verteidigung down. Sprich, die nächste Runde wird richtig wehtun mit Limit Break. Limit Break, ja, genau. Und da sie hier alle schön nebeneinander stehen. I enjoy our time together. Vielleicht hinter ihr? Let's go! Ah, es wird wahrscheinlich nicht nochmal kritten. Außerdem habe ich gerade das Gefühl, ich stehe in der Reichweite von Phönix. Stand in my way. Ah! Es hat sogar nochmal gekrittet! Oh Mann! Ah! Oh, what? What? What the fuck? Thank you very much! How pleasant. Das Ding ist wieder voll. Jetzt lass mich raten. Noah kontert und tötet ihn. Das wär's doch, oder? Es wäre noch möglich. Ja, ich hab's gelernt!
wenn man vorhersagen kann, was passiert. Oh mein Gott! So, Phoenix, gleich geht's dir an den Kragen. Was war da nochmal? Ah, hier geht einfach alle geschlossen nach vorne. Immer schön nebeneinander stehen bleiben. Hä? Warum leckt das Spiel gerade? Okay. Here I go. No turning back. This way. I'll head over. Okay. Here I go. Kisten sind gleich unser. Ah, da kommt Phoenix. Star Rain. Not yet! Mit Dizzy kann ich leben. Mit Dizzy kann ich leben. I can do it. Here I come. No stalling. Vielleicht bringe ich ihn jetzt ein wenig in den Nahkampf. I'll go now. Good. Yeah. What's this? Where's my mark? Over here? Yes. Jetzt werdet ihr euch alle. Jetzt werdet ihr euch alle aus sicherer Entfernung den Fight hier anschauen. So. Ah, das war ein Crit. Sofern allerdings nicht allzu Schlimmes hat, kriegen wir den in der nächsten Runde sogar down. Wobei, nee, jetzt läuft unser Buff aus. Wir müssen uns nochmal buffen. Aber er hier hat eh... You're a big help.
together. Konter? Schade. Buff ausgelaufen? Yep. Ah, ich hasse es. Na gut. Nächste Runde bist du down. Aua! Now be gone from this realm. Really? You know what? Access! Feel the true power of a CPU! Maximum power! And now, be gone! This is the true power of Last Station CPU! Perish! Off we go then! I guess I'm just that strong. So viele Level-Ups. Aber natürlich nicht die anderen CPUs, weil die nicht hier sind. Boy! Ich glaube, ich mache das jetzt immer so. Ich gehe mit den CPUs einfach vor. Sie haben die beste Ausrüstung im Spiel. Das wird interessant. Sagen wir es mal so.